Willkommen zu unserer nächsten Unterrichtsstunde. Schönen Sabbat an alle. Ich möchte noch mit einem stillen Gebet anfangen. So. Wir fingen dieses Schulprogramm an, indem wir uns daran erinnert haben, wie wir alle einmal ans Sonntagsgesetz geglaubt haben. Die meisten von uns haben konservativen adventistischen Hintergrund. Und wir haben uns daran erinnert, was wir als Adventisten, als konservative Adventisten geglaubt haben bezüglich des Sonntagsgesetzes. Wir haben versucht zu verstehen, wo dieser Glaube an das Sonntagsgesetz herkommt, worauf es sich stützt und wieso es heute oder was für Auswirkungen es heute hat, wenn wir heute weiterhin diese Sicht beibehalten. Ja, wir sind zur Schlussfolgerung gekommen, dass wenn man an das Sonntagsgesetz Vorhersage festhält, dass man im Geist, im Kopf 160 Jahre zurück ist in der Zeit von Ellen White, aber der Körper lebt in der Gegenwart und das verursacht Fehler. Und somit kommen falsche Interpretationen bezüglich Dinge und Ereignisse in der Gegenwart. Und eigentlich driftet der konservative Adventismus immer mehr ab in einen unseriösen Bereich, den wir säkulär eigentlich Verschwörungserzählungen nennen können. Wir sprachen darüber, dass wenn die gegenwärtige Wahrheit kommt, wir haben es weggewischt, wenn die gegenwärtige Wahrheit kommt und aufzeigt, was alles falsch läuft, dass gern von der Partei, gegen die Kritik gerichtet ist, sich in die Opferrolle wägt. Entweder gehen sie in die Opferrolle oder sie gehen in die Rolle, dass sie anfangen, unter der Gürtellinie im Sprachgebrauch die Person zu attackieren. Wir haben gesehen, das sehen wir auf der individuellen Ebene, wenn Menschen die Mitternachtsrufbotschaft annehmen. Wir haben gesagt, wir sehen es auf der Ebene der Gemeinde, wenn die gegenwärtige Wahrheit als Bewegung kommt und dann die Gemeinde, wie sie darauf reagiert. Und wir sehen das Ganze auch aber in dem säkulären Bereich. Wir sehen, wenn radikaler Feminismus aufkommt und was dann die Response davon ist, ja. Sehen wir vor allem Männerrechtsaktivismus, wie Männer sich auf einmal in der Opferrolle wägen. Dann sind wir hingegangen und haben gefragt, okay, wir sind an diesem Punkt angekommen, wo wir jetzt einen Gang hochschalten und uns fragen, wie sieht denn die Bewegung des Sonntagsgesetzes? Wie sieht diese Wegmarke oder diese Zeitspanne denn aus? Was sind Eigenschaften, was sind Zeichen der Zeit, die wir sehen können in unserer Zeit, dass wir wissen, das Sonntagsgesetz ist sehr nahe oder das hat mit dem Sonntagsgesetz-Wegmark zu tun. Jetzt haben wir, die Tafel ist voll, wir haben sehr viel festgehalten. Vielleicht wiederholen wir es nochmal. Mir ist gestern noch eins eingefallen, ich habe es noch hingeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Und zwar das hier. Könnt ihr das lesen? Ja. Was heißt das? Gleichberechtigung versus Freiheit. Also mir ist noch eingefallen, vielen Dank, dass am Sonntagsgesetz, wir sehen, es ist dieser Kampf von Gleichberechtigung, also von den zwei Prinzipien, nämlich Gleichberechtigung gegen Freiheit. Jetzt will ich noch fragen, ist jemandem heute Nacht oder heute Morgen oder gestern Abend noch was eingefallen? Noch einen weiteren Punkt, den wir mit
an die Tafel nehmen sollten. Bitte, Clara? Ja, also ich bin nicht ganz sicher, hatten wir das gestern durchgenommen, die ganz Linke, die sich auch verbündet mit, oder die übereinstimmt mit der Rechtspartei. Wie würden wir das nennen, wenn die linke Partei sich mit der Rechten verbündet? Da brauche ich noch mehr Details. Warum wäre das so? Ja, das geht ja auch in die libertärische Richtung. Dass man den Parteien und allgemein den Strömungen einfach ihre Freiheit lassen sollte. Ja. Also nicht dieser Interventionalismus. Das heißt, dass man gegen das ist, also man ist dann gegen dieses Neokonservative. Das heißt, wir sehen im politischen Spektrum einmal das Konservative, auch Originalismus. Die drücken in eine Richtung bezüglich des Sonntagsgesetzes. Aber wir sehen eine andere Strömung und die macht das Ganze viel subtiler. Und wie könnte ich das aufzeigen? Wenn wir komplette Rechte, das rechte politische Spektrum betrachten, dann ist es einfach zu sehen, es ist sehr schwarz und weiß, dass gewisse Dinge hier wirklich falsch sind. Ja, man sieht sofort das Sonntagsgesetz. Aber es gibt halt nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt auch subtilere Dinge, unterschiedlichste Grautöne. Und da haben wir kennengelernt, ist das hier, der Libertarismus, ist dafür verantwortlich. Der Libertarismus gibt Grautöne, wo auf einmal der Sexismus, Frauenfeindlichkeit nicht mehr so offensichtlich ist, sondern auf einmal rutscht es in eine subtile, unterschwellige Art und Weise. Und wenn es subtil wird, dann durchbricht es die Grenzen zwischen links und rechts. Und auf einmal gibt es Leute, die eigentlich rechts sind und mit links übereinstimmen. Und es gibt auf einmal Leute, die links sind, aber mit rechts übereinstimmen. Das heißt, ein guter Punkt, den die Clara da anbringt, ja, man merkt, dass Leute, die links sind, auch falsch sein können oder oft falsch sind. Aber ich denke, es ist in diesem Punkt mit vereint. Ist es okay für dich, Clara, oder möchtest du noch einen anderen Punkt machen, also tieferen Punkt? Nee, das ist okay so. Ist okay so? Okay. Mhm. Gut. Rodolfo, hast du noch einen anderen? Nee, ich wollte mal drauf eingehen. Geht das denn da, was wir jetzt gerade gesagt haben, mit links und rechts, ne, das übereinstimmt, über das Thema Sexismus oder über andere Themen jetzt? Das ist interessant, weil was für eine Frage hättest du, Rodolfo? Formulier die Frage nochmal in einem Satz. Diese Frage, die du dann stellen wirst, hoffe ich zumindest, die öffnet uns den nächsten Schritt, den wir logisch gehen sollten. Meine Frage war gewesen, geht die extreme Linke und die extreme Rechte, gehen sie nur auf das Thema Sexismus beide aufeinander zu oder gibt es auch andere Themen darüber? Genau. Und um dir eine Antwort zu geben oder um uns eine Antwort auf die Frage zu geben, welches Thema müssen wir anfangen zu betrachten? Ist das allgemein die Frage, oder? Ja, ist allgemein die Frage, aber du kannst antworten, wenn du willst. Welches Thema müssen wir betrachten? Ja, Gleichheit? Freiheit? Die Themen? Nee,
Du stellst die Frage, wie wir sehen, dass parteiübergreifend Leute sich entweder für etwas entscheiden oder nicht. Und die Frage ist, geht es hier nur um Sexismus oder geht es um noch mehrere Themen? Und anstatt dir eine direkte Antwort zu geben oder eine direkte Antwort auf diese Frage zu geben, stelle ich eine andere Frage, weil ich möchte, dass wir in unserem Studium zum nächsten Schritt kommen. Deswegen stelle ich, anstatt direkt zu antworten, gebe ich eine nächste Frage. Und diese nächste Frage ist, wo müssten wir hingehen, zu welchem Thema, welches Thema müssen wir studieren, um deiner Frage eine Antwort geben zu können? Um welche Themen es sich handelt, dass man parteiübergreifend eventuell entscheidet? War das jetzt so kompliziert? Nee, war nicht. Ich habe dich schon verstanden, die Frage, aber ich überlege jetzt gerade, wo ich da hingehe. Okay, wir nehmen mal den Thomas und dann die Monika und derzeit kannst du überlegen, Rudolf. Ich würde sagen, wir stehen zu den Themen, die wir auf die Tafel geschrieben haben und die wir als Hauptthemen in der Kultur heute gesehen haben, in der Gesellschaft. Wie stehen die Rechten und die Linken dazu, um dann weiter mehr zu verstehen? Okay, Monika sagt, das sind die Themen und wir müssen verstehen, wo steht die Linke und wo stehen die Rechte? Das linke und das rechte Spektrum. Thomas? Ja, ich denke, ich sehe es ähnlich, aber ganz wichtig auch die Infoströme. Spezifisch zu betrachten. Okay, die zwei Infoströme. Wieso die zwei, warum werden die zwei Infoströme so wichtig zu betrachten, Thomas? Naja, weil du von jeder Seite etwas hörst und dass man das auch das Wissen oder das Verständnis, was man lernt aus der Bewegung heraus, das dann richtig zuzuordnen. Okay, wir haben jetzt leider keinen Whiteboard-Platz mehr und ich würde ungern bereits schon das alles wegnehmen. Wir haben zwar ein Bild. Thomas, was du sagst, ist Thema X, Fragezeichen, gibt es zwei unterschiedliche Meinungen. Und je nachdem, in welchem Strom du bist, würde man die eine oder die andere Seite über das Thema hier bekommen. Stimmst du damit überein? Ja, und in der Mitte habe ich aber die Wahrheit, oder? Und habe aber trotzdem den Einfluss von links und von rechts, oder? Und um das richtig zuzuordnen, damit die jetzt nicht mich in eine, ich meine, das macht es ja so gefährlich, muss ich mich damit intensiv auseinandersetzen. Rainer? Meines Erachtens war das doch so, dass bei zwei Informationsströmen wir einen wahren haben und eine Fälschung. Und Thomas hatte eben gerade gesagt, dass die Wahrheit in der Mitte wäre. Dann hätten wir ja drei. Thomas, was sagst du dazu? Ja, das stimmt schon, ja, aber das meine ich nicht. Also ich weiß schon, dass einer richtig ist und einer falsch. Aber wenn ich jetzt das auf die Politik ummünze, oder? Dann kriege ich ja von links und von rechts Informationen. Oder drücke ich mich da jetzt ungeschickt aus? Fragen wir den Rainer? Dann würde ich sagen, Thomas, das kannst du nicht mit den Informationsströmen in Verbindung bringen. Okay, gut, dann. Sondern das ist einfach auf der Linie links oder rechts, wo man sich befindet, politisch. Ja. Und klar, dann kann man die oder die Meinung haben. Okay, gut, danke. Wenn man das Studium Informationsstrom sieht, dann sieht man, es gibt einen falschen. F für falsch. Und R für richtig.
Wenn man jetzt versucht, das politische Spektrum darüber zu legen, dann kommt man ganz schnell in die Versuchung zu sagen, okay, das ist Fox News und das ist CNN. Oder das sind die Republikaner und das sind die Demokraten. Aber das Problem ist, was wir, während das in gewisser Maße korrekt ist, haben wir aber auch die Schwierigkeit, je weiter wir tiefer in die Materie eintauchen, je weiter wir immer mehr Gleichberechtigung verstehen, wie Gott es sieht, sehen wir, dass das rechte und das linke politische Spektrum aus unterschiedlichen Gründen beide falsch sind. Und das ist das Studium. Das konservative Wissen ist falsch, aber wir sehen die Probleme in dem linken Spektrum oder in dem, ja, also linke Spektrum, da meinen wir jetzt die amerikanische Politik, nicht unbedingt die europäische Politik, weil das da ein bisschen anders ist. Da sehen wir, was sind die Probleme mit den Demokraten? Was ist die Probleme mit Bernie Sanders oder mit The Squad und solche Dinge? Und wir sehen, dass da, was wir intern in der Bewegung hatten, ist, dass das Thema, die Thematik von falscher Freiheit. Und wenn wir so tief in die Materie eintauchen, könnten wir eigentlich sehen, wie beide in eine falsche Richtung führen, auf ihre unterschiedlichen Art und Weise, dass sie beide Gleichberechtigung nicht so haben, wie sie sein hätten, so, wie sie eigentlich sollten. Macht das Sinn? Ja. Ja, macht Sinn. Ja, danke. Okay, also nochmal zurück zur ursprünglichen Frage. Ich finde es gut, dass Thomas drauf gekommen ist, dass die zwei Informationsströme sehr wichtig sind. Weil je nachdem, welchen Informationsstrom man beitritt oder zuhört, bekommt man eine unterschiedliche Ansicht über die Thematik. Aber Rudolfos Frage war, was ist denn die Thematik? Und es ist gut, dass wir hier die zwei Infoströme betrachten, weil man dann weiß, okay, was auch immer die Thematik ist, man kriegt zwei Perspektiven. Aber wo muss ich denn hin, um, dass ich dieses Fragezeichen hier benennen kann? Wo müssten wir da hingehen? Silvi, wo müssten wir hin, wenn ich dich fragen darf? Wir müssen, also weder, wir haben immer gelernt, wir müssen nach links, aber nach links ist auch nicht ganz richtig. Ich denke, wir müssen so unser eigenes Ding drehen. Das heißt, du würdest das Fragezeichen mit eigenes Ding ersetzen? Also, es ist eine schwierige Frage. Also ich denke, wir müssen schon natürlich nach links. Wir sind ja politisch von rechts nach links gerückt. Aber wie zum Beispiel beim Feminismus sind wir auch nicht in allen Bereichen, haben wir das, die gleiche Ansicht, oder? Zum Beispiel Nancy Pelosi oder Alexandria Cortez, die sind ja alle vielleicht links oder die sind Demokraten, aber ist ja nicht alles korrekt. Ja, ich erinnere aber nochmal an Rudolfos Frage. Seine Frage war, ob es am Sonntagsgesetz, wo parteienübergreifend sie sich einig sind, ob es dann nur um den Sexismus geht oder ob es noch andere Themen geht. Und meine Gegenfrage war, wo müssten wir denn hingehen, um zu erfahren, um welche Themen es alles geht? Und deswegen habe ich hier das Fragezeichen gemacht. Thomas hat dann gesagt, ja, wir werden zwei Infoströme haben. Das heißt, zu den Thematiken, die immer noch ein Fragezeichen sind, werden wir zwei Perspektiven haben. Und jetzt suche ich immer noch, wo müssen wir hin, um zu wissen, um welche Themen es gehen wird. Und da, Silvi, da sagst du, wir müssen nach links gehen oder wir müssen unser eigenes Ding machen.
Also du meinst, ich verstehe die Frage noch nicht ganz genau. Also wenn wir das Sonntagsgesetz sehen, wo wir stehen müssen, oder? Rodolfos ursprüngliche Frage war, wenn es bei den Parteien, Demokraten, Republikaner, beim Sonntagsgesetz werden sie parteiübergreifend zustimmen. Und ob es da nur um das Thema Sexismus geht oder auch um andere Themen. Und meine Frage ist, wo müssen wir hingehen, um zu schauen, um welche Themen es geht? Nochmal Silvi. Also wenn ich Paminda höre, dann verstehe ich, dass die Republikaner dann gewinnen werden, wenn es zum Sonntagsgesetz kommt. Das heißt... Das stimmt, aber wir möchten erstmal hinkommen, wo gehen wir denn hin, um zu schauen, um welche Thematik es sich handelt, wo dann Gewinn und Verlust ist. Ich möchte wissen, wo kriegen wir die Themen her? Wo müssen wir hin? Bist du nur noch bei Silvi oder? Ich bin noch bei Silvi. Außer wenn Silvi sagt, sie mag nicht mehr. Also, ich gebe einen Joker an Raquel. Okay, Raquel? Das ist eine große Verantwortung. Aber ich habe schon das, was du, wenn du gefragt hast, das Erste, was ich gedacht habe, war der König des Südens. Aber ich weiß nicht, ob es richtig ist. Also Raquel, du würdest sagen, hier müssen wir zum König des Südens und dann sehen wir die Thematiken vom Sonntagsgesetz, wo wir den falschen und richtigen Informationsstrom sehen. Na gut, wenn du das so formulierst, dann würde ich das schon auch überlegen. Okay, wir gehen mal weiter, es sind nämlich viele Mikros an. Erst Aline, Mama, dann Rainer, dann Trudi, dann Rodolfo. Aline. Also vielleicht muss man sich den Kulturenkampf anschauen und worüber debattiert wird. Okay, lass ich so stehen. Mama? Ist auch nur so eine Idee, denn oder ein Gedanke, denn das heißt ja, wie sieht das Sonntagsgesetz aus? Fragezeichen. Wir haben ja das Sonntagsgesetz auch nur von einem gewissen Muster. Und müssten wir da nicht wieder zurückgehen? Also Muster Sonntagsgesetz? Und drumherum, wie sahen die anderen Muster aus, Sonntagsgesetz? Ich weiß es nicht jetzt mal, sprich großer Kampf, sprich, also zurück in die Vergangenheit. Wie hat das da ausgesehen? So ein bisschen, denn weil es wird ja, es heißt ja, die Geschichte wiederholt sich. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt, dass man dann schon von daher ungefähr ausschließen kann, das wird so nicht sein, das wird so und so in die Richtung gehen, so wie wir zum Beispiel sagen können, okay, wir wissen, dass der König des Südens sterben wird, ja? So ist mein Gedanke, müsste man nicht irgendwie doch den Grundsatz angucken, um was geht's wirklich, so wie auch die Aline schon sagt, okay, Kulturenkampf, aber wie könnte das aussehen? Ich meine, der Rassismus, das war ja auch ein Kulturenkampf und ist nur so ein Gedanke. Also Aline sagt, wir müssen, um das, die Thematiken für das Sonntagsgesetz rauszufinden, müssen wir den Kulturenkampf anschauen. Mama sagt, wir müssen uns das Muster vom Sonntagsgesetz anschauen. Silvi. Also bezüglich Kulturenkampf, also ich sehe das schon auch so, aber den Kulturenkampf kann man ja vielleicht in wenigen Punkten erkennen, dass der global vielleicht gleich ist, aber jedes Land hat ja seine eigenen Kultur. Verstehst du, was ich meine? Ja.
Erkennen, dass es weltweit jetzt ein Kulturenkampf über Gender, also über das Geschlecht, das hört man ja überall jetzt in den Medien. Deshalb wäre das naheliegend, was Aline gesagt hat, dass man sagt, ja, das geht dann über Geschlecht. Aber ja. Okay, danke. Wir gehen weiter. Rainer? Ja, du hast ja gefragt, wo geht man hin? Ich würde die Methode, die Regeln anwenden. Und da haben wir zum Beispiel Alpha und Omega. Und ja, wir können den Anfang betrachten, wie es am Ende ist. Welche Themen da noch kommen. Denn ich habe das ja wohl so verstanden, dass es ja weltweit sein muss. Und nicht nur, dass man es irgendwie lokal hat. Genau, weltweit. So, und da war die Frage ja danach, gibt es noch andere Themen? Und das Thema schlechthin, was wir jetzt haben, ist Gender, Sexismus. Und was wir zum Beispiel von Eden zu Eden auch bekommen. Und so Kulturenkampf und was wir hier so drauf haben, das sind so Unterthemen, die noch dazukommen, die das Ganze natürlich in eine Richtung bringen. Mhm. Okay. Vielen Dank, Rainer. Die Trudi und dann der Rudolfo. Bei mir hat sich's erledigt, danke. Was wolltest du sagen? Hat es jemand anders schon gesagt? Nee, aber ich glaube, ich bin auf der falschen Spur. Ich wollte sagen, Elder Tess gibt doch sämtliche Themen vom Sonntagsgesetz. Okay, das heißt praktisch der Leiter oder der Prophet. Mhm. Mhm. Mit Gender-Stärchen. Und Olfo? Danke, Tudi. Ja, ich würde zum Beispiel wieder gehen zum Anfang von Mitternachtsrufbotschaft und würde dann nochmal die rechte und linke Seite vergleichen und die Themen, wie wir hatten, um das Fragezeichen zu lösen. Okay, das heißt, du würdest nach 2016 gehen. 2016, 18. Und dann würde ich den Anfang und die Themen, die wir alle durchgegangen sind, die würde ich dann nochmal mit rechts und links vergleichen, um das Problem dann um rauszukriegen, welche Punkte es geht. Also Mitternachtsruf. Hm, genau. Ich bin noch irgendein Kommentar. Okay, ich fand das eigentlich ganz interessant. Monika, bitte. Ja, was ich überlegt habe, ist, wenn es gibt diesen Kulturenkampf oder Kulturenkrieg, was ist denn, wo bildet sich denn dieser Kampf ab? Was ist denn das Schlachtfeld sozusagen von dem Kampf? Und da müsste man ja dann auch die Themen finden. Das heißt, du würdest mit dem Punkt hier übereinstimmen. Monika, dein Mikro ist aus. Ja. Ja. Du würdest mit dem hier übereinstimmen? Ja. Mhm. Okay. Also, ich finde es ganz cool eigentlich, wie wir jetzt hier drauf gekommen sind. Vielleicht war es schwer für mich, meine Frage zu kommunizieren, aber ich finde die Gedankengänge, die ihr alle hattet, sehr interessant. Ich würde da jetzt gern weitermachen. Was bedeutet, ich muss die Tafel reinigen, was mir eigentlich schwerfällt, weil ich fand die Punkte, die wir hier aufgezählt haben, sehr gut. Bevor ich wegwische, will ich nochmal, dass wir uns im Kopf haben, dass es wie diese Punkte, die wir hier aufgezählt haben, ja, die ums Sonntagsgesetz gehen, dass man die wie in eine Mama? Kannst du die nicht umdrehen, die Tafel? Ja, aber dann würdet ihr meine To-Do-Liste sehen. Und die ist sehr schwer wegzuwischen und nochmal aufzubauen, weil da sind alle Kategorien für die unterschiedlichen Dinge und das ist viel Arbeit, die wieder aufzubauen. Deswegen geht das leider nicht.
Du brauchst eine zweite Tafel. Ich bräuchte eine zweite Tafel, ja. Vielleicht für die Zukunft. Okay, also ich möchte, dass wir die Punkte, die wir über das Sonntagsgesetz hier festgehalten haben, ich sehe da wie, dass man das in Kategorien teilen kann. Was sind die Kategorien? Ich sehe zum Beispiel, vor allem hier drüben, aber ein paar Punkte von hier kommen auch hier drüben hin. Hier würden wir Details finden über das Sonntagsgesetz, wie es kommt. Also zum Beispiel, dass es eine Zeitspanne ist. Zum Beispiel, dass es auf ein Landesebene Push ist, der dann auch in den Bund überschwappt. Dass es die Exekutive, die Legislative und die Judikative mit denen zu tun hat. Dass es dass wir auf Parteien achten müssen, auf Wahlen achten müssen. Dass es nicht nur die USA ist, sondern auch weltweit. Dass es das konservative Spektrum geht, um den Originalismus, um den Libertarismus und den Atheismus und die Evangelikalen. Wir sehen also das Spektrum, wie es kommt, was sind die Wege, die politischen Wege. Wir sehen die Ideologien, na, vielleicht ist Ideologien das Schlechte, die politischen Einstellungen und Hintergründe. Wir sehen hier aber zum Beispiel auch die Thematiken. Ja, zum Beispiel ein Thema wäre zum Beispiel Sexismus, Männerrechtsaktivismus, transinklusive radikaler Feminismus, LGBTQ, das Thema Geschlecht. Wir sehen hier Gleichberechtigung gegen Freiheit. Wir sehen das Ende der Rechte für Minderheiten. Könnt ihr das sehen, diese unterschiedliche Kategorie, dass wir einmal über das Sonntagsgesetz sagen können, wie es politisch kommt? Auf welchem Weg, worauf müssen wir politisch achten, auf welche Ereignisse? Und auf der anderen Seite sehen wir die Materie, teilweise die Themen, um die es gehen wird. Und wir sehen die Akteure. Ja, macht das Sinn? Ja. Ja, ja, macht Sinn. Mhm. Also das... Ja. Dass man das sich vor Augen macht, dass es unterschiedliche Kategorien gibt, was man über das Sonntagsgesetz wissen muss. Wie kommt es? Welche Materie? Wer sind die Akteure? Wir haben hier nicht den Papst aufgeschrieben. Nur so als Beispiel. Gut. Aber jetzt zu... Ich wische jetzt weg, ja? Jetzt zu Rodolfos Frage. Haben wir ein Foto gemacht? Davon habe ich ein Bild gemacht. Das habe ich nicht. Okay. Aber ich habe ein Bild heute Morgen noch gemacht und ich habe es in die Gruppe reingestellt. Habt ihr das Bild gesehen? Ja. 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 Aber das in der Mitte ist halt nicht drauf, falls die Leute das wollen. Ja, das bleibt stehen. Das war sowieso jetzt ein anderes Thema wie diese Punkte. Aber auf der anderen Seite passt das doch gut in Offenbarung 13 rein. Inwiefern? Was wir da gerade besprochen haben. Ja, wisch ruhig weg. Ich meine nur, dass alles, wie es anfängt und wie es sich bildet, ja, passt doch. Also, jetzt weiß ich nicht genau die Verse, wo es steht, aber wo man sieht, wie das Lamm anfängt, Drache zu werden, ja? Mhm. Das ist ja eigentlich unser Muster auch. Wie es sich verändert, wie ein Sonntagsgesetz langsam aufkommt. War so mein Gedanke. Ja, danke. Raquel? Das Fragezeichen bezieht sich auf das Sonntagsgesetz, ja? Und wie unterschiedlich kommen von den zwei verschiedenen Strömen?
Die Frage ist, vielleicht erneuern wir das. Die Frage ist, wie sieht das Sonntagsgesetz aus? Wenn es um einen Sonntag geht, dann muss es um ein anderes Thema oder Thematiken gehen. Und das wollen wir rausfinden. Zumindest will Rudolfo das rausfinden. Und Thomas hat uns gesagt, jetzt wische ich es doch weg, aber vielleicht ist das Bild dann später besser. Thomas hat gesagt, ja, wir haben einen Informationsstrom. Und das ist ganz interessant, weil das Sonntagsgesetz, wir wissen jetzt, also in diesem Studium, wir wissen schon, um was es geht, aber in diesem Studium sagen wir, ist hier ein Fragezeichen, wir wissen das Thema nicht. Aber wir wissen, es gibt zwei Seiten. Es gibt einen richtigen Strom und einen falschen Strom. Das heißt, was auch immer das Sonntagsgesetz, um was es geht, wird zwei Gruppen geben. Und jetzt war meine Frage, wie lösen wir X? Woher wissen wir, was das Fragezeichen ist? Wo müssen wir hin? Und die Antwort war hier unten. Jetzt mache ich das weg. Das waren eure Antworten. Wir lösen das Fragezeichen, indem wir den Kulturenkampf betrachten, indem wir das Muster Sonntagsgesetz betrachten, indem wir Methode benutzen, indem wir den Propheten, Prophetinnen zuhören, indem wir die Mitternachtsrufbotschaft betrachten. Und das finde ich sehr interessante Antworten. Jetzt versuchen wir, bevor wir das Fragezeichen... Für mich ist nicht so wichtig, was steht hier jetzt nachher hier, sondern für mich, was wichtig ist in dieser Unterrichtsstunde ist, wie lösen wir dieses Fragezeichen? Macht es Sinn, meine Betonung? Ja. 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 Und ihr habt mir hier das Wie gegeben. Und das möchte ich jetzt, dass wir das betrachten. Und als erstes möchte ich, dass wir das hier betrachten, Methode. Was für eine Methode hätten wir denn, um das Fragezeichen zu lösen? Welche Methode benutzen wir heute in der gegenwärtigen Wahrheit? Vergleichung gegen Urständen. Okay, das ist mir zu detailliert. Das ist eine Regel der Methode. Gleichnislehre. Gleichnislehre? Und was noch? Oder? Was benutzen wir in unserer Zeit? Schon so lange her, dass wir das gemacht haben, dass sich keiner mehr erinnert, wie wir studieren. Linie auf Linie. Richtig, Monika, Linie auf Linie. Mama, war das auch, was du sagen wolltest? Ja. Okay, Linie auf Linie. So. Und der Rudolf, nee, nicht der Rudolf, der Joachim. Linie auf Linie bedeutet einfach, großer Kampf, Seite 343, Paragraph 1 und 2 im Englischen, ein zeitlicher Abschnitt über einem anderen zeitlichen Abschnitt. Eine Reformation oder Reformbewegung parallel zu einer anderen. Also können wir zum Beispiel das alte Israel mit dem modernen Israel vergleichen. Solche Sachen. Und welche Linie würden wir denn benutzen, um die Thematik des Sonntagsgesetzes herauszuklügeln? Welche Linie, welches Gleichnis?
Ich hatte Eden zu Eden vorgeschlagen. Wir haben Eden zu Eden. So, und bei Eden zu Eden wissen wir, es gibt 3 Flüche. Und wir wissen, dass Gott die in einem Chiasmus umkehrt. Und wir haben von Eden zu Eden. Trudi, würdest du uns die 3 Flüche in Reihenfolge sagen? Oh, das zweite ist Worship. Worship? Mach Anbetung. Im Deutschen? Ja. Anbetung, ja. Ach. Ja. Kommt mir gerade nicht. Du kannst einen Joker nehmen. Wen möchtest du wählen? Ja, mit dem Rainer. Rainer? Nummer 3 ist Rassismus. Und du zögerst, ist das nicht? Ja. Doch, du schreibst es. Und Nummer 1 ist eben Gender oder Sexismus. Und die Geschichte lehrt uns, dass Gott in einem Chiasmus ihn wiederherstellt. Warum wissen wir das? Weil bereits schon 2 wiederhergestellt wurden. Und somit wissen wir, dass nur noch 1 fehlt. Silvi? Was hast du geschrieben? Sexismus? Ja, Sexismus, Anbetung. Anbetung, okay, danke. Das heißt, hier hätten wir wieder Rassismus. Chiasmus, das ist 1863. Anbetung haben wir hier, 1888. Und Eden wäre dann hier Nummer 1, Sexismus. Das heißt, anhand dieser Linie könnten wir verstehen, worum es in unserer Generation heute geht. Also, ich habe eine Verständnisfrage. Ja, bitte? Das 1 und das S drunter, wäre das dann das Thema Sonntagsgesetz? Sexismus? Nein, auf der anderen Seite gegenübergestellt die 1. Dann muss das Gegenstück sein. Ja, genau. Da, das wäre dann die Marke Sonntagsgesetz, was noch auf uns zukommt, diese 1. Das Sonntagsgesetz hier geht um Sexismus. Ja, also das ist dann Sonntagsgesetz im Grunde genommen. Was noch kommt. Also anhand dieses Chiasmus versteht man 1863 bzw. 1850 das erste Sonntagsgesetz, welches Adventisten erfahren, geht es um die Rasse, Fugitive Slave Act. Mhm. 1888 wird das zweite Sonntagsgesetz und diese Art des Testes geht um Anbetung. Hier geht es um Sabbat und Sonntag. Und jetzt, in der letzten Generation des Adventismus, wo wir wieder ein Sonntagsgesetz-Test haben, also Sonntagsgesetz ist symbolisch ein Name für eine Wegmarke, sehen wir, dann muss hier, wenn schon der Rassismus und die Anbetung wiederhergestellt wurden, also nicht der Rassismus wiederhergestellt worden, aber die Gleichberechtigung der Rasse wiederhergestellt wurde, die Anbetung wiederhergestellt wurde, dann geht es hier darum, da muss es in unserer Generation um den letzten Fluch gehen. Und das kann nur Sexismus sein. Das heißt, das wäre eine Art und Weise, dieses Fragezeichen zu ersetzen und zu sagen, hier, dieses Fragezeichen geht um Sexismus. Und wir sehen 2 Infoströme bezüglich dieses Themas. Macht das Sinn? Ja. Okay. Ja. Dann nehme ich das hier raus.
Eine Frage habe ich noch mal kurz. Rassismus und Sklaverei ist das Gleiche, ne? Ja. Gut, okay. Sklaverei entstammt aus Rassismus. So. Wir haben Mustersonntagsgesetz, was wir theoretisch auch unter Methode legen könnten. Was meintest du, Mama, mit Mustersonntagsgesetz? Ja, zum Beispiel das, was wir gerade jetzt herausgefunden haben. Man könnte aber vielleicht noch detaillierter gehen in diese Sonntagsgesetze, die wir davor hatten, 2014 vielleicht, beziehungsweise war davor noch etwas? Ich weiß nicht, inwiefern wir Daniel 3 betrachten könnten. Das wissen wir aber von Schwester Weid. Dass man von Schwester Weid... Ich möchte dich kurz hier stoppen, weil hier ist eine Sache, wo ich denke, wir eine Feinjustierung vornehmen müssen. Mama hat erwähnt, können wir nicht 2014 vergleichen? Und dann erwähnte sie das Sonntagsgesetz und dann erwähnt sie Daniel 3. Worin liegt das Problem da? Sieht jemand ein Problem damit? Ein Konflikt, der aufkommt? Ja, man kann die Linien, es sind eigentlich Dinge, die man nicht übereinander nehmen kann. Was davon kann man nicht übereinander nehmen? Also jetzt 2014 ist eine andere Thematik als Daniel 3. Komplett. Kann man nicht miteinander vermischen. Ich habe es nur hintereinander. Das kann ich nicht sagen. Ich finde, es ist korrekt. Man kann, ich glaube, aus einem anderen Grund ist da ein Konflikt. 2014 ist es ein Sonntagsgesetz für die Priester. Daniel 3 ist ein Sonntagsgesetz. Aber warum, um was geht es denn hier? Wir wollen hier Daniel 11, Vers 41 sehen. Wo liegt da die Schwierigkeit mit deiner Aussage? Du erwähntest 2014. Du erwähntest, ich mache es jetzt aus Einfachheitsgründen, Daniel 11, Vers 41, das Sonntagsgesetz. Und du erwähntest Daniel 3. Was stimmt hier nicht? Ich erinnere, das hier ist das Fragezeichen. Das heißt, das hier ist X, das wollen wir rausbekommen. Bin ich noch dran? Ja, wie du willst oder wenn jemand anders möchte, ist offen. Ich habe bisher eigentlich nur die Gemeinsamkeiten gesehen, dass es immer um Politik ging im Grunde genommen. Dass ein Sonntagsgesetz mit Politik unbedingt zusammenhängen muss. Aber 2014 ist etwas, was in der Zukunft ist, das andere ist in der Vergangenheit. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht, entweder stehe ich auch auf dem Schlauch oder so. Ich kann momentan leider die Frage jetzt nicht so beantworten, was kritisch ist. Okay. Sieht jemand anders eine Schwierigkeit hier? Ja, ich würde sagen, dass das Problem ist, dass Daniel 11, 41 ist. Ich weiß nicht, ob stimmt jetzt, wenn ich das weiter überlege, weil ich gedacht habe, Daniel 11, 41 kommt von den Mileriten, die Zeit. Von 1700, die Linie, die Reformlinie, die kam von 1798. Unser jetziges Verständnis des Daniel 11, 41 des Sonntagsgesetzes verkennt. Was? Was hast du gesagt, bitte?
Daniel 11, Vers 41, das jetzige Verständnis über das Sonntagsgesetz. Dann weiß ich auch nicht. Ich habe auch gedacht, dass man zum Beispiel nicht nur 2014 nehmen könnte, sondern 2019 und 2021, weil alle drei sind Sonntagsgesetz. Das heißt, Raquel addiert zu dem Konflikt. Clara? Ja, der Gedanke ist noch, sei es Daniel 11. Der Gedanke ist noch, Daniel 11 würde ja auf das Ereignis, auf das Sonntagsgesetz hin zeigen. Daniel 3 wäre ein Gleichnis auf das Sonntagsgesetz. Und die anderen Daten, die wir jetzt soweit in unserer Linie finden, das sind Fraktale. Ich weiß jetzt nicht, ob du darauf hinaus wirst, dass wir das Sonntagsgesetz mit den Fraktalen, dass es da Komplikationen gibt im Vergleich. Es geht in die richtige Richtung. Jetzt frage ich mal den Joachim, wie würden die Regeln dazu nennen? Wie würden wir die Regeln benennen? Ich frage dich jetzt einfach mal aus dem Blauen heraus. Wie würden wir die Regel benennen? Ja, hier stoßen zwei Regeln aufeinander und schneiden sich. Und deswegen ist hier ein Konflikt. Und ich würde gerne die zwei Regeln wissen. Da stehe ich jetzt auf dem Schlauch, aber wieder vergleichen und gegenüberstellen, hatte ich schon gedacht. Und wenn das nicht übereinstimmt, dann stimmt irgendwas an der ganzen Sache nicht. Es muss ja was übereinstimmen. Irgendwas stimmt nicht. Mama? Ja, mir kommt gerade der Gedanke, man kann nicht immer schneiden. Und das 2014, 19, 21, das finde ich passt da nicht. Wir können, normalerweise hat man eine Linie, die schneidet dann, kann sie untereinander setzen, aber das geht hier nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich das klären soll. Ich habe es nur so im Bauchgefühl. Diese drei Dinge können nicht in einen Topf geschmissen werden, weil sie nicht reinpassen. Warum? Wegen den Regeln. Das ist Faktor X, den wollen wir rausbekommen. Um den rauszubekommen, können wir Folgendes machen. Aber wenn die drei zusammen sind, schneiden sich die Regeln und es ist ein Konflikt. Wenn wir eine Linie haben, und hier haben wir Daniel 11, Vers 41, dann können wir die Linie haben, wo das Sonntagsgesetz anfängt und wo es stetig zunimmt. Wie nennt man diese Linie, Mama? Diese Art von Linie? Zunahme der Erkenntnis, oder? Nein. Von den Regeln her. Was für eine Art von Linie ist es, wenn es hier immer weitergeht? Progressiv? Rudi, ich wusste, das ist progressive Linie. Progressiv. Ja, aber ist das nicht eine Art dazu? Also wenn es heißt Zunahme der Erkenntnis, das sagt doch Progressivität aus. Aber gut, okay. Wir müssen uns schon an die Namen, die wir Wegmarken geben und so weiter, halten, weil sonst kommt nur Confusion. Ja. Kommt ja. Nur Verwirrung rein. Man kann nicht die Dinge nennen, wie man sie will. So, das wäre das hier. Es ist okay, wenn man das hier nimmt. Das ist okay. Man kann auch das hier nehmen. Wie wäre das? Das sähe so aus. Seht ihr das? Rudi, was für eine Art von Linie ist das? Eine geschnittene. Eine geschnittene? Das heißt, wiederholen?
plus erweitern. Wir können wiederholen und erweitern und erfahren Details über das Sonntagsgesetz, über Faktor X. Wir können aber auch das hier nehmen, eine progressive Linie und sehen, okay, das Sonntagsgesetz ist voranschreitend. Wir sehen, was 2014 die Thematik ist, 2019, 2021. Also wird bei Daniel 11, Vers 41 es um die gleiche Thematik gehen. Aber wenn wir diese ganzen drei zusammennehmen, dann tun wir was vermischen? Wir mischen in einen Topf progressiv und wiederholen und erweitern. Und geht das? Nein. Nein. Das ist falsch. Seht ihr den Unterschied? Könnt ihr das sehen? Jetzt, ja. Siehst du es, Mama? Ja, ich sehe das. Ich habe das die ganze Zeit auch irgendwie gefühlt, aber artikulieren konnte ich es nicht. Aber irgendwie gefühlt, ja, 2014 und Daniel, das geht irgendwo nicht, aber ich hätte es jetzt nicht so erklären können, wie du es gesagt hast, aber das macht völlig, völlig Sinn. Okay. Wir könnten es auch für Roland nennen. Das hier sind Fraktale und das hier ist kein Fraktal. Aber ich wollte besonders hier auf die zwei Regeln anspielen, dass wir das Prinzip dahinter verstehen, dass wir Progressivität und Schneiden, wiederholen und erweitern, dass wir das nicht in einen Topf schmeißen können, weil sonst kommen wir zu Problemen. Wir können beides getrennt sehen, aber wenn wir alles in einen Topf bekommen, dann würden wir anfangen, Fehler zu machen. Okay, Muster-Sonntagsgesetz. Das heißt, wie ich dich vorhin verstanden habe, Mama, ist, man nimmt das Sonntagsgesetz, die Wegmarke, und man vergleicht sie mit den anderen Sonntagsgesetzen der Vergangenheit. Ist das korrekt? Ja, so, und holt das Prinzip heraus. Und holt jeweils das Prinzip heraus. So, wer jetzt die Schule von letzter Woche mit der tschechischen, slowakischen Gruppe geschaut hat, der könnte mir jetzt ein paar Prinzipien nennen. Oder vielleicht habt ihr sie im Kopf. Was sind einige der Prinzipien des Sonntagsgesetzes? Oder bevor wir da hingehen, Ellen White sagt in den 80ern, das Sonntagsgesetz voraus, 1880ern, nochmal in den 1920ern, 10ern, Entschuldigung. Welche Bibelpassagen oder Bibelgeschichten benutzt sie oder historische Geschichten benutzt sie, um das Sonntagsgesetz zu etablieren, ihr Sonntagsgesetz zu etablieren? Jetzt dürft ihr alle rausrufen. Ja, eins war doch davon Daniel 3, ja? Also wir haben Daniel 3. Was noch? Was ist Daniel 3? Nenn uns noch kurz die Geschichte, dass wir das im Kopf haben. Was ist Daniel 3? Daniel 3 ist, wo das goldene Standbild, also das Standbild, was Nebukadnezar im Traum gesehen hat, das lässt er komplett in ganz Gold herstellen und wird das, lässt das als ein Feiertag auf, wie sagt man, auf, dass ein Feiertag kommt, wo das Standbild angebeten werden soll. Eine rein politische Geschichte mit einem Touch von Kirche, aber alles, was dahin gelaufen ist, war politisch im Grunde genommen, oder? Denn er lässt die ganzen... Ich möchte einfach nur, dass wir nochmal drüber nachdenken oder wissen im Hintergrund, Daniel 3 ist ein Standbild. Weil ich möchte mich nicht zu sehr in den Geschichten aufhängen. Ich möchte nur, dass wir uns nochmal daran erinnern,
was benutzt Ellen White eigentlich, um ihr Sonntagsgesetz in den 1880ern zu etablieren, geschichtlich? Also ist Daniel 3 das Standbild von Nebukadnezar. Was noch? Wer kennt sich mit ihren Schriften aus? Trudi? Da kommt vielleicht noch rein die Zerstörung von Jerusalem. Ja, Zerstörung Jerusalem. Noch eine Idee? Es muss nicht Trudi sein, es kann jeder sein. Die Geschichte von... Ja, bitte? Zum Beispiel die Geschichte von Esther und Mordecai. Esther und Mordecai? Was noch? Was war da nochmal das Sonntagsgesetz bei Esther und Mordecai? Das war... Wir wollen erst noch mal wissen, Ellen White, um ihr Sonntagsgesetz zu etablieren, also ein großer Kampf, geht sie zurück in die Geschichte, biblische Geschichte, und nimmt Geschichten und sagt, so wie es da war, so wird es am Sonntagsgesetz sein. Und sie nimmt zum Beispiel Daniel 3, das Standbild von Nebukadnezar, sie nimmt die Zerstörung für Jerusalem und sie nimmt die Geschichte von Esther und Mordecai, wo alle Juden umgebracht werden sollten. Elia noch? Was an Elia? Irgendwie klingelt was, aber ich weiß es nicht mehr genau was. Ja, war doch das. Entweder betet ihr, entweder seid ihr auf Baals Seite oder ihr seid auf Gottes Seite mit dem Berg Karmel. Berg Karmel, tut sie das mit Sonntagsgesetz verbinden? Nicht? Ich frage nochmal, ich bin mir unsicher. Ne, dann lassen wir es. Also ich habe es auch nicht im Kopf, dass sie das miteinander vergleicht. Während ganz klar die Zerstörung Jerusalem und Esther, das ist ganz klar. Aber ich glaube nicht der Berg Karmel. Rainer, hast du Input? Die drei Sonntagsgesetze oder die drei Prüfungen, die wir hatten, oder noch unseres, was noch kommt, ist alles um Menschenrechte als Hauptprinzip. Naja, da sind wir noch nicht. Ich will erst noch mal wissen, was für Geschichten benutzt Ellen White, um ihr Sonntagsgesetz-Vorhersage zu etablieren. Weißt du, ja, ob Berg Karmel, ob das Sonntagsgesetz mäßig verboten wurde von ihr? Ist mir so auch nicht, im Moment nicht vor Augen. Nein. Weißt du zufällig noch einen anderen, eine andere Geschichte, die sie benutzt? Im Moment ist nichts da. Okay, vielleicht später. Trudi? Ich erinnere mich gerade an das erste Sonntagsgesetz durch Kaiser Konstantin damals, der den Sabbat auf den Sonntag verlegt hat. Wir haben Konstantin. Mir fallen noch zwei ein. Mama? War noch Reformation, dass sie da was sagte? Nicht, dass ich wüsste. Ich kann mich da an nichts erinnern. Es könnte sein. Noch zwei. Eins ist noch in Daniel. Rainer? Stephanus. Ah, perfekt, genau. Stephanus. Da mache ich einfach 34 nach Christus. Und dann eine Geschichte noch im Buch Daniel. Daniel 6 in der Löwengrube. Die Löwengrube? Ist es Daniel 6 oder 5? Ich denke Daniel 6, da geht es um die Anbetung des Königs. Und noch eins.
Ein Kapitel in der Bibel. Offenbarung 13. Perfekt. Wo es um die Anbetung des Tieres geht. So, eine Frage. Was haben all diese Geschichten miteinander zu tun? Wo ist der rote Faden? Weil überlegt mal, Ellen White benutzt diese Geschichten, um ihr Sonntagsgesetz zu bestätigen, zu belegen, die Vorhersage, die sie hat. Sie schaut die politischen Ereignisse der letzten 25 Jahre ihrer Zeit an und sieht den Kulturenkampf und sieht, es wird ein Sonntagsgesetz kommen. Gottes Volk, bereitet euch vor. Und sie benutzt biblische Bibelpassagen, um ihre Vorhersage zu etablieren. Interessant ist aber, wenn konservativen Adventisten konsequent sind, würden sie jetzt merken, dass es nicht in jedem dieser Geschichten, die Ellen White benutzt, es um den Sabbatsonntag geht. Daniel 3 geht es nicht um den Sabbatsonntag. Bei der Zerstörung von Jerusalem geht es nicht um Sabbat und Sonntag. Bei Esther und Mordecai geht es nicht um Sabbat und Sonntag. Bei Stephanus geht es nicht um Sabbat und Sonntag. Bei Daniel 6, die Löwengrube, geht es nicht um den Sabbat und Sonntag. Und in Offenbarung 13, gut, da sagt Ellen White, das ist die Vorhersage für das Sonntagsgesetz. Da könnte ich das akzeptieren. Und bei Konstantin geht es auch um den Sonntag. Im Grunde genommen, bei Offenbarung 13 erwähnt sie das Malzeichen des Tieres, ja? Also, deswegen lasse ich das gelten. Das ist, ja, aber es ist an sich auch kein Sabbatsonntag-Thema. Aber es ist eine symbolische Sprache. Es ist eine symbolische Sprache und somit deutet Ellen White es und sie deutet es als Sonntagsgesetz. Das muss man so stehen lassen. Aber die anderen Geschichten, das sind ja keine Symbolik in der Hinsicht, wie Offenbarung 13, sondern das sind historische Fakten. Und die historischen Fakten sagen, es geht nicht um den Sonntag. Kannst du die Tafel ein bisschen oder das Bild etwas runter machen kann, damit man es ganz sehen kann? Achso, jetzt. Ja, danke. Wo ist der rote Faden hier? Wir wollen ja das Muster sehen. Das heißt, wir müssen die ganzen Geschichten vergleichen und daraus lernen. Sylvie. Also es geht im Prinzip immer um eine Anbetung, oder? Und das kann man in verschiedenen Formen. Und beim Sabbat geht es auch um Anbetung, aber das ist halt nur eine Form. Und es gibt ja noch, wie gesagt, andere. Und ich, also eigentlich ist es paradox, wenn man also an diesem Sonntagsgesetz festhält. Weil wenn wir in die Geschichte gehen, dann sehen wir das ja auch nicht. Das war für ihre Zeit. Aber wir haben auch in diesen Geschichten, die du aufgeschrieben hast, verschiedene Anbetungsformen. Worum, was bedeutet denn Anbetung? Zu welchem Thema kommen wir, wenn es um Anbetung geht? Zu Kain und Abel. Das ist eine Geschichte. Noch weitere Ideen? Clara Roland? Wie man Gott richtig anbetet. Also bei Anbetung Gott? Ja, denke ich auch. Man kommt bei Anbetung kommt man direkt zum Thema, wie bete ich Gott an? Wie möchte das Gott, wir ihn anbeten? Und was wissen wir, wenn wir über Gottes Anbetung nachdenken? Und wie man ihn richtig anbeten soll, zu welchem Thema kommt man dann als nächstes? Klar. Zu die 6 und die 4. Oh. Clara? Kain und Abel. Ja, aber wir haben hinterher eine Formulierung.
wo man sieht, wie man Gott anbeten soll. Gerade nicht ein. Okay, Silvi? Bei der Anbetung denken wir immer, dass wir uns verbeugen und dass wir andächtig sind. Aber ist unser Lebensstil ja Anbetung, unser ganzes Leben. Deshalb denke ich, dass diese Themen, die heute die Welt durchfluten, dass das mit Anbetung zu tun haben, mit dem Vortrag von Pamela im Kopf haben, dann geht es eben um Sex, damit, also mein Nächstes, mein Gegenüber anbeten. Nicht nur Gott allein anbeten, sondern wie gehe ich mit meinen Nächsten um? Jetzt bist du aber schnell in den Abfall gerutscht, wenn wir unseren Nächsten anbeten sollen und nicht Gott. Ja, natürlich müssen wir Gott anbeten. Pamela hat in Portugal eine Präsentation gehabt, ich muss mein Gegenüber anbeten, ihn gut behandeln, ihn hochheben. Das ist auch eine Art Anbetung. Okay, Christa? Nach der falschen Anbetung kommt immer die Vernichtung. Nach der Rodolfo? Na, du hattest Anbetung, Gott. Und du hast dann gesagt, die Formulierung. Und die Formulierung würde ich sagen, der Sabbat? Nur der Sabbat? Oder ist das das adventistische Problem? Ja, Sabbat und Gott, wie soll ich sagen, hier auch in den Nächsten sehen, als Anbetung, in die 6. Matthäus 22, Vers 37 bis 40. Und nennen wir das Paket? Wir sagen, das ist Gottes Charakter? Widerspiegeln. Silvi? Also die Aline hat das, glaube ich, schon schön gesagt. Ich gebe euch ein neues Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, die 10 Gebote sind immer noch gültig, natürlich, aber wir müssen unseren Fokus auf das Gegenüber stellen. Und deshalb geht es hier um Menschenrechte. Das heißt, wenn wir hier den roten Faden sehen, dass es um Anbetung geht, bei Anbetung wissen wir sofort, es geht um die Anbetung Gottes, weil wir Gottes Volk sind. Und wenn wir Gott anbeten sollen, dann wissen wir, gibt uns die Bibel was? Wie sagt uns die Bibel, wie wir Gott anbeten sollen? Indem, dass wir den Nächsten lieben. Oder nicht? Das reicht mir genauso nicht. Der Rodolfo tappt in die Falle des Adventismus und sagt einfach nur, es geht um den Sabbat. Und du tappst in die Falle, Silvi tappt in die Falle von der Bewegung, wo es sagt, es geht um den Nächsten. Aber was wir verstehen müssen, ist nicht einfach nur X, sondern wie kommen wir dahin? Und bei Anbetung Gott geht es hier nicht einfach nur Sabbat und Nächster, sondern wir haben ein ganzes Paket bekommen. Mama? Ja, ich tappe auch im Dunkeln wahrscheinlich, aber der Gedanke war Vers 40 dann von Matthäus 22. An diesen 2 Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Und wie nennt man die Gebote im Alten Testament? 10 Gebote. Danke, Rainer, für die Erlösung. Wenn es um Gottes Anbetung geht, dann geht es um die 10 Gebote. Nicht nur um Nicht auch um die Propheten, also wenn es da steht? Wenn es um Gottes Anbetung geht, dann geht es nicht darum, dass wir Propheten anbeten sollen, sondern Gott anbeten sollen. Und Gott, das ist nicht,
Wie bitte? Hat es nicht schon jemand gesagt, 4 und die 6? Deswegen habe ich es nicht gesagt. Das ist die Falle. Rodolfo hat sich auf 1 der 4 fokussiert und die Silvi auf Nummer 6. Und das ist nicht korrekt. Wenn wir Leute erwachsen überzeugen wollen von unserem Glauben, dann können wir nicht unseren Scheuklappen-Glauben einfach rüber versuchen zu bringen, sondern wir müssen ihnen den Weg, den wir gegangen sind, zeigen. Und Fakt ist, dass es 10 Gebote gibt, die im Neuen Testament zu 2 zusammengefasst wird. Anhand der 10 Geboten, beide Tafeln, beten wir Gott an. Beide. Das ist inklusive der Sabbat, sowohl auch der Nächste. Das heißt, wir beten nicht den Nächsten an, weil wir ihn als Gott verehren, sondern wir beten den Nächsten an, weil Gott uns gesagt hat, dass wir so ihn anbeten. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Seht ihr das? Zu gewissen Argumenten, die vorgegeben wurden? Ja, sehen wir. Kann man das sagen, dass es ein Gleichnis ist? Also der Nächste ist ja ein Gleichnis zu Gott. Und deswegen sagen wir diesen Satz, wir beten den Nächsten an, aber eigentlich beten wir Gott an, das Gegenüber. Das war auch Gegenüber. Ja, kann ich da noch ergänzend dazu sagen, weil Gott, der Nächste, ist ein Geschöpf von Gott. Und wenn wir seine Geschöpfe, ich sage jetzt mal, ordentlich behandeln, respektieren, Augenhöhe, ist das eine Art, das zu respektieren, was Gott geschaffen hat, auch. Ja, das würde ich fast aber sagen, ist zu oberflächlich. Was wäre tiefgründiger? Tiefgründiger wäre 50 Unterrichte, was knapp an die 100 Stunden Unterrichtsmaterial sind von Parmenter von 2020, zu wiederholen und es so wiederzugeben. Und zwar von A bis Z und nicht einfach nur ein Satz. Weil das aus dem Kontext gerissen, kann sowas eine tickende Zeitbombe sein. Versteht ihr, was ich unterbringen will? Das ist ähnlich wie, wir können schnell alle 3 in einen Topf hier schmeißen. Geht schnell. Aber wenn man dann die Anwendung macht, dann kommt man so schnell zu subtilen Fehlern, die zu großen Fehlern führen. Wir müssen genau partout genau achten, dass 1 Wiederholung und Erweiterung ist, 1 ist Progressivität. Und jedes lehrt eine Sache mit sich. Und so ist es genauso, wenn es um das Thema Anbetung geht. Und wenn wir zu schnell alles nur in einen Topf schmeißen, dann verlieren wir die einzelnen Juwelen, die jede Sache mit sich mitbringt. Und wenn es um Anbetung geht, sollten wir, weil es geht ja hier darum zu lernen, wie geben wir unseren Glauben auch weiter. Wir sollen prophetisch erwachsen sein, wir sollen Lehrer sein, wir sollen keine Kinder mehr sein. Und ich würde sagen, es gibt bezüglich Anbetung, sollte man Adventisten verständlich machen, hey, es geht überall um Anbetung, es geht nicht um Sabbat und Sonntag. Also was müssen wir verstehen? Wir müssen das Thema Anbetung verstehen. Wie bete ich Gott richtig an? Und da sind prompt konservative Adventisten einfach bei den Passagen von Ellen White, wo Ellen White sagt, der Sabbat ist das Siegel Gottes. Der Sabbat ist das Zeichen zwischen seinem Volk und ihm. Der Sabbat ist auf den 10 Geboten ist ein besonderer heller Schein um dieses Gebot. Und wir haben sofort unsere Antwort. Und wir bleiben bei einem der 4 Gebote und vergessen den Rest der 9. Aber wir dürfen auch nicht den anderen Fehler machen, was wir auch im falschen Liberalismus gesehen haben, wo wir dann die 4 vergessen und sagen, ja, es gibt nur die 6 Gebote. Seht ihr die Problematik? Ja.
wenn wir zu schnell in Betonungen reinrutschen, ohne das Gesamtbild, vielleicht sollte ich so sagen, wir sollten sehr vorsichtig sein, Abkürzungen nehmen zu wollen. Weil da macht man oft Fehler. Es wäre besser, wenn wir hingehen und sagen, es geht um Anbetung. Wir müssen Anbetung verstehen. Anbetung sind 10 Gebote im Alten Testament, 2 Gebote im Neuen Testament. Und dann können wir jetzt hingehen in die Richtung, in die manche von euch vorhin hingehen wollten. Jetzt können wir in die unterschiedlichen Dispensationen gehen und wir können schauen, was ist der Test? Geht es um die Gebote oder geht es um die Gebote? Geht es um die Anbetung durch die 4 Gebote oder geht es um Anbetung durch die 6 Gebote? Und da können wir zu Eden gehen und wir sehen ganz schnell, können uns das ausrechnen, ob es um die 6 geht oder die 4. Und in den 1850ern, 60ern, um was ging es? Um die 6 oder die 4? Die 6. Um die 6. Und in den 1880ern ging es da um die 4 oder um die 6? 4. 4. Und um was geht es heute? Die 6. Geht wieder um die 6. Und interessant ist, wir können jetzt an unserer Linie dastehen und wir machen genau das Gleiche, was Ellen White gemacht hat. Wir sehen, wo darüber müssen wir noch sprechen, über die Linie der Progressivität. Aber wir wissen, das Sonntagsgesetz ist vor uns. Und wir sehen, um was es gehen wird. Um die 6. Und jetzt können wir genau das Gleiche machen, was Ellen White als Prophetin gemacht hat, nämlich zurück in die Geschichte gehen und die Geschichten aufzählen und sie mit dem hier vergleichen und sagen, so wie es damals war, so wie es damals war, so wird es heute sein. Macht das Sinn? Und wenn wir so an die Sache herangehen, so sind wir Ellen White treu. Treu in ihren Prinzipien, in ihrer Herangehensweise, in ihrer Methode. Und wir sind nicht hingegangen und haben versucht, über Elektroautos und über Freimaurer und Illuminati zu sprechen. Und wir legen in Ellen White etwas rein in ihrem Mund, was sie nie gesagt hat oder gemeint hat. Seht ihr den Unterschied zwischen konservativen Adventismus und uns? Wir machen es, wie es Ellen White uns vorgemacht hat und sind ihr treu. Die Konsequenz ist, dass wir heute ein anderes X haben, wie Ellen White zu ihrer Zeit. Aber wir sind im Prinzipien treu geblieben, der Methode treu geblieben, dem Evangelium treu geblieben. Während im konservativen Adventismus sie die Tradition Sonntagsgesetz aufrechterhalten, fangen sie an, Ellen White zu verdrehen und ihr Worte in den Mund zu legen, die sie nie gesagt hat. Seht ihr das? Ja, sehen wir. Ja, sehr gut erklärt, danke. Gut. Was lernen wir über die Reformlinien? Jedes Mal, wenn eine Reformbewegung ins Leben gerufen wird, wer oder was wird auch ins Leben gerufen? Die 3 Propheten oder die 3 Engel. Genau. Das ist Großer Kampf, Seite 343, Paragraph 1, lehrt uns über Reformlinien. Paragraph 2 lehrt uns, wo Ellen White sagt, es gibt keine deutlichere Wahrheit in dem Worte Gottes
als dass er Menschen beruft, sein Werk zu tun. Gott beruft Menschen, die oft den Namen Prophet, Prophetin tragen, um in seiner Reformbewegungen das Werk der Erlösung voranzutreiben. Das heißt, jede Reformlinie, die wir betrachten, jedes Mal, wenn Gott seine Reform voranpushen möchte, gibt es einen Propheten oder eine Prophetin. Und jetzt, das ist eine ganz, ganz einfache, simple Sache. Aber wenn wir das auf unsere Zeit anwenden, was bedeutet das für uns heute? Meinst du, dass wir heute auch eine Prophetin haben, oder? Genau. Und jetzt haben wir ein Problem. Warum? Es ist nicht mehr E.G. White. Genau. Der Prophet, Prophetin für die Zeit der gegenwärtigen Wahrheit, der bringt immer eine Botschaft mit sich. Er hat immer eine gegenwärtige Wahrheit. Und diese gegenwärtige Wahrheit warnt vor dem großen Test. Das heißt, wenn man sich in einer Reformbewegung befindet, wenn man es ganz gemütlich haben möchte, auf wen muss man hören, Trudi? Auf die gegenwärtige Prophetin. Man muss auf den Propheten, Prophetin der jeweiligen Reformlinie einfach nur zuhören. Man muss nur sitzen, sich berieseln lassen und Ja und Amen sagen und man ist auf der sicheren Seite. Das Problem ist nur, man muss sich gewiss sein, dass es der richtige Prophet, Prophetin ist. Simples Beispiel ist Kellogg. Kellogg, der einen großen Teil am Alpha-Abfall hatte. Aber warum hatte er gesundheitstechnisch so einen großen Erfolg? Er hat das umgesetzt, was 1863 als Gesundheitsreform gekommen ist. Okay, danke. Clara, deine Mama? Er hat auf Ellen White gehört. Genau. Ist es auch, was du sagen wolltest, Mama? Ja. Kellogg, der war schlau. Der wusste, Ellen White hat in Mission die Gesundheitsbotschaft bekommen. Und er wusste, dass sie inspiriert ist. Also wusste er, wenn er Erfolg haben will, er muss nur auf Ellen White hören. Das ist jetzt ein banales Beispiel, aber ich denke, es lehrt uns, wenn man einen Propheten, jede Reformbewegung hat eine Prophetin, die eine Botschaft für die Zeit predigt. Das heißt, man muss eigentlich nur dem Propheten zuhören, und man weiß, was der Test für die jeweilige Generation ist. So gemütlich kann man es haben. Und in unserer und das ist jetzt das Problem, wenn wir in unsere Generation kommen, dann müssten wir ja als Adventisten zugeben, dass Ellen White nicht mehr die Prophetin für unsere Zeit ist. Das ist der erste harte Schlag. Der zweite harte Schlag ist, dann müsste ja jetzt unter uns ein Prophet, Prophetin sein. Und es ist nicht die GK. Und ich weiß nicht, welchen Punkt Adventisten mehr hassen. Punkt Nummer 1 oder Punkt Nummer 2? Macht das Sinn? Ja, macht Sinn. Aber ich finde, man muss nicht nur zuhören, den gegenwärtigen Propheten, man muss ja doch umsetzen, ne? Ja. Man muss umsetzen. Mama? Ja, ich meine, da gehörte ja schon dazu, dass man den ersten Botschafter hätte annehmen müssen. Das ist doch ganz klar, weil sie den nicht angenommen haben, können sie den zweiten oder dritten Botschafter schon gar nicht annehmen. Ja.
Wenn wir jetzt, ich möchte den Übergang von hier ins nächste Thema machen, aber ich möchte nur noch den Übergang machen, dann schließen wir ab. Als Mitglieder, als Schafe, kann man ganz einfach der Leitungsperson folgen. Man kann einfach nur, wenn man identifiziert hat, wer die Leitung hat, einfach dieser Person folgen und gut ist. Aber jetzt nehmen wir mal eine andere Perspektive. Wie findet denn die Leitungsposition heraus, um was es geht? Und mit dieser Frage, mit diesem Thema, wenn wir das besprochen haben, will ich abschließen. Silvi? Ja, also die Leitungsposition muss ja auch den Regeln folgen. Sie können das ja nicht einfach so aus der Luft greifen, so wie Ellen White eine Vision hatte in der Nacht zum Beispiel, sondern sie muss, ich denke, heute je länger, desto mehr eben der Methode folgen. Okay, nicht aus der Luft greifen. Methode folgen. Gibt es noch weitere Kommentare? Es ist nur ein weiteres Beispiel, die Milleriten. Unser Vorbild haben studiert. Studium. Noch weitere Gedanken? Man muss sich mit der Geschichte auskennen. Geschichte? Was für eine Art von Geschichte? Ich nehme meinen Joker. Wer ist dein Joker? Roland. Roland? Geschichte, welche Art von Geschichte? Politisch, wirtschaftlich, kulturelle Geschichte. Also es geht nicht nur um die Bibelgeschichte, wo der Prophet sich mit auseinandersetzen muss, sondern externe Geschichte, Politik, Gesellschaft und so weiter. Guter Joker hattest du, Rodolfo. Mama und dann Rainer und dann Silvi. Wie war deine Frage nochmal? Als Schafe, für uns ist es einfach, wir müssen einfach nur auf die Leitungsperson hören und wir finden raus, um was es geht. Aber wie findet eine Leitungsperson heraus, um was es geht? Am Sonntagsgesetz. Ja, du fragst jetzt praktisch die Tess, ja? Die Methode haben wir angesprochen. Methode, nicht aus der Luft greifen. Geschichte, externe Geschichte. Und es war noch eins. Ja, wahrscheinlich Linie aus. Der Anfang vom Ende, ne, das sind ja auch so Prinzipien aus der Bibel, wie Salomo sagte, wenn du das Ende wissen willst, musst du den Anfang kennen. Also würdest du auch sagen Methode? Ja, und ich denke, was ja unbedingt dazugehört, ist ja doch der Prophet davor. Ja, also sie musste schon, du musst schon die Prinzipien wissen von einem Sonntaggesetz, beziehungsweise von den Reformlinien, die von der Vergangenheit her betrachtet wurden. Mhm. Okay, danke. Rainer, Silvi, dann Joachim. Rainer. Du hast nach der Geschichte gefragt, welche Geschichte? Und da wollte ich nur einen Kommentar zu geben, dass es ja die Reformlinien sind. Wenn es extern etwas ist, wir haben das Externe eben benannt, dass man die normale Geschichte anguckt, aber das ist ja das Externe, aber da muss zeitgleich, wissen wir ja, auch intern was passieren. Und somit haben wir immer eine Reformlinie von der Gemeinde. Extern und intern betrachten. Super. Also Linie auf Linie, ne? Also ganz einfach das Prinzip.
Methode, Geschichte mit Methode angewandt. Sivi. Ja, ich wollte noch sagen, also die Adventisten, die würden sich jetzt ärgern, wenn sie sagen, wenn sie hören, ja, man muss studieren. Viele Adventisten studieren die Offenbarung, haben diese Offenbarungsseminare und all das Zeug. Ich meine, Walter Veit geht auch nach einer bestimmten Methode und Olaf Scheuer und so denke ich auch. Aber ich denke, es kommt wirklich darauf an, dass man die richtige Methode hat und dass man eben das Vergleichen und Gegenüberstellen. Ich glaube, unsere Methodik, das ist elementar beim Studium. Aber es gibt viele Konservative, die studieren auch. Nur durch das Studium alleine wirst du nicht zu dem zu dieser Erkenntnis kommen, wie Tess zum Beispiel. Darf ich kurz was dazu sagen? Ja, bitte. Weil ich das hier reingebracht. Ich habe die Milleriten ja erwähnt. Und genau die machen ja Gleichnislehre. Ja, und Ellen White auch. Sie, wenn man die Bücher anguckt, dann sagt sie immer, so wie das Alte Testament, so ist es auch heute. Und wie das alte Israel, so wiederholen wir das. Und sie hat auch die ganzen Zitate, wo sie immer wieder sagt, Wiederholung der Geschichte, Wiederholung der Geschichte. Der Punkt ist ja nur dabei, dass ich nicht falsche Geschichten miteinander vergleiche. Heißt, es kommt auf die Regeln der Methode auch an. Genau. Wie wir hier gesehen haben. Damit ich durch die Regeln herausfinde, welche Geschichten ich, oder historische Abschnitte ich miteinander vergleichen darf. Ja. Und nicht einfach mir was zusammensuche, ne? Was gerade so passt. Damit man uns auch nicht den Vorwurf macht, zum Beispiel 126, 151 und dann, naja, ihr habt da einfach ein paar Daten genommen und habt jetzt den ausgerechnet, die Differenzen und ihr meint jetzt, das ist jetzt was Besonderes. Aber es gehört eben dazu, dass wir mehrere Regeln, mindestens zwei Regeln müssen wir miteinander kombinieren, um zu beweisen, die müssen passen. Also ich sage jetzt mal die simpelste, die dazugehört, ist Alpha und Omega. Wenn ich jetzt einen Abschnitt nehme, wo ich 126 oder 151 einführe oder die ganzen anderen, die 490 und die 63 und da muss immer der Anfang genau gleich sein vom Ende oder die gleichen Prinzipien drin haben. Danke, Rainer. Joachim, dann Clara Roland. Ja, also wenn ich jetzt so Tess und Pamela so ein bisschen beobachte, dann ist das so, die Werkzeuge haben sie intus, so das, was Rainer eben gesagt hat, das müssen sie intus haben, das können sie und das wissen sie auch bestens anzuwenden. Aber sie müssen die aktuelle Politik beobachten. Sie sind also Beobachter und müssen sozusagen analysieren, ist das relevant für uns oder ist das nicht relevant für uns? Also die untersuchen die aktuelle Situation in der Welt und überprüfen das mit der Methode, ob das für uns relevant ist und weisen uns darauf hin, hier müsst ihr euer Augenmerk drauflegen. Und wenn dann in einer Gruppe gedacht wird, und das und das und das, dann sagen die, ja, das ist interessant, aber es ist nicht relevant. Danke. Clara Ulla? Ja, ich denke, die Propheten müssen diese Methode anwenden, die die Bibel lehrt. Also eine göttliche Methode und eine göttliche Regel anwenden. Und nicht, zum Beispiel bei den Adventisten sind es ja die Theologen, die haben ja diese Methode entwickelt, ihre eigene Methode. Und das ist dann schon das Markante daran, dass man, dass sie der göttlichen Regel folgen, der göttlichen, das, was Gott eigentlich möchte, wie sein Volk unterrichtet wird. Mhm. Danke. Rainer, wolltest du noch was kommentieren? Ja, was wir auf jeden Fall brauchen, damit, bevor wir nach dem Propheten suchen,
ist das Zeit des Endes. Wir brauchen eine Zeitsetzung. Wir brauchen der Moral brauchen wir auch immer die Zeit. Oder eine Prophetie brauchen wir dazu. Joachim, willst du noch was sagen? Oder weil der Mikro an ist? Oh nee, ich vergesse. Danke. Dann nur, dass jeder zu Wort gekommen ist. Dann runde ich ja ab. Als Schafe ist es relativ einfach, sich auf die Leitung, an Leitung zu glauben und ihr zu folgen, dass sie führt. Aber wir müssen uns auch fragen, woher weiß die Leitung, um was es gehen wird? Und ihr habt alle sehr gute Antworten, finde ich, gegeben. Und ich denke, wir können uns es ist ein Vers im Neuen Testament, wo es heißt, jeder hat unterschiedliche Gaben bekommen. Wenn man an einen Propheten denkt oder Prophetin, dann denkt man sofort an göttliche Eingebung. Siehe, Ellen White ist das perfekte Beispiel für eine Prophetin. Sie bekommt Visionen, sie hat Träume, übernatürliche Macht in ihrem Leben. Aber man kann auch Prophet sein, Prophetin sein, ohne diese Gabe. Und wir sehen das in der Bibel, wie viele Propheten, Prophetinnen gab es, die diese Gabe nicht hatten. Aber auch sie haben verstanden, was der Test oder die gegenwärtige Wahrheit für ihre Generation ist. Somit müssen wir nicht nach Maleachi 3 gehen und denken, dass am Ende der Welt Töchter und Söhne Träume bekommen und weissagen, weil eigentlich wissen wir, dass der Vers sich auf die Zeit Jesu bezieht, historisch, weit eine Anwendung macht. Und wir Adventisten ziehen diese Anwendung einfach in unsere Zeit hinein. Aber wir wissen, es gibt heute Menschen, Leitungspositionen, die haben diese Gabe des Geistes auch ohne Träume zu haben, ohne direkte Eingebung von Gott. Und dann dennoch haben sie von Gott die gegenwärtige Wahrheit hier bekommen. Warum? Ein Punkt, der so wichtig, der ein roter Faden in euren Kommentaren war, ist die richtige Methode, Gleichnislehre, Linie auf Linie und die korrekte Anwendungen der biblischen Regeln, die korrekte Anwendung von Regeln biblischer Interpretation. Die 14 Regeln von William Miller plus diejenigen, die noch in unserer Generation gefunden wurden. Mit dem Verständnis von Gleichnislehre, Linie auf Linie. Was uns zu dem Punkt bringt, dass der Prophet, Prophetin erkennt, wann eine Reformlinie beginnt. Zeit des Endes. Der Prophet, Prophetin wird geweckt. Erster Botschafter, zweiter Botschafter, dritter Botschafter. Mit der korrekten Anwendung der richtigen Methode, Teil dieser Methode ist, interne und externe Ereignisse zu betrachten, Ereignisse in Gottes Volk, Ereignisse in der säkularen Welt und sie korrekt mit dem zu vergleichen, was Gottes Wort sagt. Und zu sehen, und wenn man das macht, das ist eigentlich die Essenz von Prophetie, wo man erfüllt, wo man sieht, wie Gegenwart, Prophetie in der Gegenwart erfüllt wird, wenn ich das so sagen kann. Und der Prophet bringt die Prophetin bringt diese zwei Sachen zusammen. Erfüllung von Reformlinien in der Gegenwart. Muster erkennen und sehen, wie sie in der Gegenwart erfüllt werden. Und eine Sache, ein A und O in dieser Sache ist, dass jeder Prophet, Prophetin in seiner Zeit das hier erkennen musste, den Kulturenkampf. Somit
Der Prophet, Prophetin hat die gegenwärtige Wahrheit, betrachtet intern plus extern und hat die richtige Methode und wendet die richtige Methode auch an, korrekt an. Und Teil, die Methode korrekt anzuwenden ist, oder Teil, dieses Externe zu betrachten und dann prophetisch die Ereignisse richtig zu deuten, ist, dass man sich den Kulturenkampf anschauen muss. Das heißt, zum Abschluss jetzt, wenn wir X lösen müssen, dann ist das Fundament des Ganzen, dass wir die richtige Methode haben, dass wir die Regeln kennen, anwenden können, dass wir die Muster kennen. Aber die, allein, wenn wir allein nur das hätten, das würde nicht reichen. Sondern was wir tun müssen ist, wir müssen extern, wenn wir das Zeit des Endes kennen, wenn wir wissen, wir befinden uns in einer Reformlinie und wir dann wissen wollen, worum es am Sonntagsgesetz geht, dann müssen wir die Betrachtung des Kulturenkampfes mit ins Boot ziehen. Und somit hat es jetzt ziemlich lange gedauert, aber um teilweise Rodolfos Frage zu beantworten, wie bekommen wir das X hier raus? Ist es Methode, Muster erkennen, korrekte Anwendung? Aber auch, wir müssen den Kulturenkampf betrachten. Das heißt, die ganzen in den vorangegangenen Stunden, wo wir aufgeschrieben haben, um was wird es am Sonntagsgesetz gehen? Welche sind die Komponenten, die Punkte? Dann haben wir das basierend auf zwei Dingen. Weil wir Methode korrekt angewandt haben und zweitens, weil wir extern den Kulturenkampf in der Gesellschaft und in der Politik betrachten. Und daraus formt sich unser Bild, unsere Vorhersage über das Sonntagsgesetz. Und ich hoffe, dass heute Abend wir dann noch hier eintauchen können, damit wir das X lösen können. Gibt es Fragen oder Kommentare? Eine Frage habe ich noch. Ja? Haben die Tempeldiener auch ein Sonntagsgesetz so oder wissen Sie, dass es da sowas gibt? Sonntagsgesetz eigentlich, Tempeldiener? Ja, wissen Sie das? Nee, ne? Ich denke nicht. Aber die Adventisten wissen es, die Priester wissen es, aber dass es eins geben wird, meine ich. Warum weiß Gottes Volk, dass es getestet wird? Was war es? Amos 3, Vers 7. Gott tut nichts, es sei denn, er sagt es seinen Propheten. Ja, und die gucken auf die Propheten, ne? Ja, und deswegen weiß das Volk Gottes eher, dass ein Test auf sie zukommt, als die Welt. Okay, danke schön. Zum Abschluss wollte ich noch sagen, wir können als Schafe der Leitungsperson folgen. Wir können zuhören und ausleben. Aber wir leben am Ende der Welt. Und wenn wir die Fraktale, wenn wir jetzt in ein anderes Studium gehen und wir die Fraktale betrachten, dann wissen wir, dass wir dazu berufen sind, Priester zu sein und die 144.000. Und je nachdem, welche Symbolik man benutzt, man kann beide Symboliken benutzen, dann weiß man, dass wir Lehrer sein sollen, Lehrerinnen, dass wir prophetisch erwachsen sein sollen und dass wir feste Speise geben sollen. In einer Hinsicht sind wir Schafe, die der Leitung folgen. Aber von einer anderen Perspektive ist von jedem einem von uns verlangt, dass wir selber Lehrer, Lehrerinnen sind, wenn es um dieses Thema geht und andere zu retten. Lasst uns noch mit dem Gebet abschließen.
Allmächtiger Gott, wir danken dir für den Sabbattag und dass wir studieren können. Herr, wir haben erst betrachtet, wie der konservative Adventismus, wie es kommt, dass er noch am Sonntagsgesetz festhält. Und wie schnell kann man in diese Falle reintappen. Herr, wir wissen aber auch, dass wir Gründe geben müssen für unseren Glauben und wie wir zu der Aussage kommen, was das Sonntagsgesetz heute ist. Wie kommen wir darauf? Wir müssen diese Dinge in Einzelheiten und Details verstehen, dass es uns komplett innen drin in jedem Winkel verankert wird und dass wir irgendwie doch durch diese Botschaft dann auch verändert werden. Mögen wir geschult werden, Lehrer, Lehrerinnen zu sein und ein Wohlgeruch für dich zu sein, für andere. Es ist eine schwere Last, die du uns gegeben hast, aber es ist auch ein Riesenprivileg. Mögen wir deinen Anforderungen gerecht werden. In Jesu Namen möchten wir alles in deine Hände legen und bitte segne uns. Amen.